Wir sind in Ihrem Projekt Sprain. Mit wem spreche ich? Mit Max Zimmermann. Aus welcher Klasse bist du, Max? 9. Wieso hast du dir dieses Projekt Sprain ausgesucht? Ja, ich habe es ab und an mal schon gemacht. Ja, und deswegen fand ich es cool und da habe ich es mitgemacht. Was malt ihr denn hier gerade Schönes? Kannst du mir erklären, was das da ist? Ja, also wir sollen hier die Wand übersprühen wegen den Dinos, weil die scheiße aussehen. Und dann haben wir jetzt halt, habe ich zum Beispiel Summer geschrieben oder hier Queen oder halt irgendwas drüber gehauen. Und wir haben auch da drüben haben wir Schickart halt gemacht, unser wirkliches Projekt. Also ja, das ist halt unsere Wand, wo wir angefangen haben zu sprühen. Das wird heute fertig gemacht. Ja. Also zu sagen, immer so frei aus dem Kopf heraus. Dieses Sprayen, das machen doch die Leute in Amerika immer so bei U-Bahn. Ist das nicht illegal? Wenn man zum Beispiel hier in Stuttgart gibt es die Hall of Fame in Cannstatt, da kann man legal sprühen. Und halt, wenn man Leute fragt, ob man sprühen darf an den Hauswänden oder so und die es dann erlauben, wenn es gut aussieht, dann darf man es auch machen. Aber sonst ist es illegal, wenn man keine Erlaubnis sich holt. Könntest du dir vorstellen, irgendwann mal an der Hall of Fame zu sprayen? Ich habe es einmal gemacht, aber nie, nicht mehr. Würde ich nicht mehr machen. Alles klar, danke. Ihr seid doch hier in dem Projekt Kinderbetreuung. Würdet ihr dieses Projekt in eurem späteren Leben auch ehrenamtlich machen? Ja, wahrscheinlich schon. Also wenn man dazu Zeit hätte, ja. Also, ja, eigentlich schon. Ich meine, jedes Kind hat eine gute Betreuung verdient. Jedes Kind verdient Unterstützung, Hilfe. Jedes Kind braucht sowas für sein späteres Leben, verstehst du? Was macht ihr denn so hier in der Vorbereitung für das Projekt, also so speziell? Also wir schauen halt, wie wir das jetzt geregelt bekommen, einfach jeden Tag einteilen und auch welche Projekte wir mit den Kindern machen, was wir mit den Kindern machen, wie wir die Kinder unterstützen können mit den Hausaufgaben und alles. Das ist einfach alles sehr professionell. Es gibt doch sicherlich auch so Problemkinder. Wie reagiert ihr dann immer? Also hier versuchen wir auch Lösungen zu finden für diese Probleme. Es gibt verschiedene Wege, aber wir versuchen das halt gelassen anzugehen und auch ruhig mit den Kindern umzugehen, also ohne Stress. Jetzt ganz generell, macht euch das Projekt so Spaß? Natürlich, sonst würden wir ja nicht hier sitzen. Ja, also ich denke schon, es macht Spaß und es macht Spaß und es ist eine gute Sache. Okay, danke.